Die Corona-Pandemie hat wie in vielen Berufsfeldern auch in der Kulturszene ihre festen Spuren hinterlassen. Das sind keine positiven. Es geht nicht nur um kurzweilige Arbeitslosigkeiten, es geht um Existenzen, die daran hängen. Wie genau die Organisationen dahinter stehen und sagen, wir müssen die Künstler retten, das erfahren wir jetzt. Jetzt sind wir hier natürlich nicht alleine, sondern Dr. Margit Heiß-Scholz steht bei mir und wird uns erklären, um was es hier heute geht. Und nicht nur heute, sondern die ganze Zeit. Genau. Mehrere Wochen lang soll diese Aktion Rettet Koblenzer Kultur in Koblenz stattfinden. Ich glaube, inzwischen weiß die gesamte Bevölkerung, die Öffentlichkeit, dass die Kultur sich in einer schweren Krise befindet, durch die Pandemie bedingt. Die Publikumseinschränkungen, die Hygienevorschriften, die Abstandswahrung, das alles führt ja dazu, dass die Veranstaltungen zum Teil gefährdet sind. Viele Veranstaltungen mussten im Laufe des Jahres entfallen. Sie sind entweder aufs kommende Jahr verschoben worden, in der Hoffnung, dass sie dann stattfinden werden können, oder jetzt eben nur sehr eingeschränkt durchgeführt worden. Und viele Künstler, ob es jetzt Musiker sind, Schauspieler, Literaten, haben erhebliche Einnahmeausfälle und sind auch in ihrer Existenz bedroht. Wir möchten aber auch ganz konkret dafür werben, dass die Koblenzer Öffentlichkeit für den Erhalt ihrer Koblenzer Kultur, ihrer vielgestaltigen, lebendigen Kultur eintritt. Und wir haben eine Spendenplattform bei der Sparkasse Koblenz Heimatlieben mit diesem Hashtag Rettet Koblenzer Kultur. Kann man ja auch hier vor Ort, Entschuldigung, ja, kann man genau. Ja auch direkt mit dem Handy schon scannen. Ne? Genau. Also da kann man einfach genau. Mit der Kamerafunktion scannen und dann wird man direkt weiter. Geleitet, richtig? Genau, richtig, so funktioniert es. Und wenn jeder Koblenzer auch nur einen kleinen Beitrag von 1 Euro bis 5 Euro beitragen würde, dann würde man schon, glaube ich, eine ganz schöne Summe zusammenbekommen. Und das würde vielen jetzt gerade über den Winter, wo wir ja befürchten müssen, dass eben auch vieles nur noch eingeschränkter oder gar nicht stattfinden kann, hinweghelfen kann. Wie versprochen, jetzt hier die Künstlerseite bei mir, Eva-Maria Enders. Hallo. Hallo. Wo können sich denn die ganzen Kunstschaffenden, die eben unter diese Unterstützung der Spenden und erfahren wollen, hinwenden? Also eigentlich können sich direkt Kunstschaffende nicht bewerben, sondern kulturelle Vereinigungen. Es sollen die Orte, die die Künstler im Grunde genommen ja wieder anstellen oder auch vergüten für ihre Leistung, die können sich bewerben. Weil da sehen wir gerade mal die größte Gefahr, dass die uns für Koblenz wegbrechen. Und da haben wir eine Internetseite und auch eine E-Mail-Adresse. Das ist info@rettetkoblenzerkultur.de. Also genau wie auch unsere Internetseite www.rettetkoblenzerkultur.de, einfach nur Info davor. Und dann freuen wir uns, wenn Vereinigungen oder Institutionen sich bei uns bewerben, um dort dann auch das Geld oder eine Hilfe zu bekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Theaterbesucher bin, ja, und sage, ich würde gerne als Zuschauer auch eben jetzt die Kunstschaffenden im Schauspiel unterstützen oder eben auch Maler oder Künstler jeglicher Art. Das heißt ja, ich kann ja spenden. Kann ich noch mehr tun? Uns besuchen. Also ich bin ja Vertreter der Arbeitsgruppe Rheinland-Pfälzischer Künstler und es wäre ganz toll, die Künstler in ihren Ateliers zu besuchen, zu Ausstellungen zu gehen, zu Konzerten, die veranstaltet werden, ja, wie auch in die freie Szene, ins Theater. Ja, sie können viel tun. Also, wir können uns wieder trauen in die Theater, in die Ausstellung, zu Vernissagen, zu Konzerten. Es findet statt, unter gewissen Maßnahmen natürlich, aber gemeinsam können wir auch diese Sachen noch rocken.